Hallo und herzlich willkommen zurück. So, nachdem wir in der letzten Folge die Handys alle gehackt oder entsperrt haben, gehen wir die jetzt eben erst verkaufen, bevor wir uns um die 104 kümmern, um das Auto da zu stehlen. Das ist richtig. Welcome back. Was? 900, 1200, 900, 1200. Oh mein Gott, 7000 Euro. Wir sind so rich. Okay. Zoom. Wir haben eine neue Straße, Witchy Airstraße. Da fahren wir erstmal hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Richtig heftig. Eine neue Straße. Okay. Okay. Oha, ich glaube, hier stehen die richtig fetten Häuser. Wenn man das hier so sieht. Mit richtigen Über... Oha. Mit einer richtigen Auffahrt. Oh, die Fuhr. Ich... So, ich muss... Oha. Noch einmal hier. Alter, da haben die sogar einen Wachdienst. Okay, das hier ist Next Level Shit. Ich glaube, hier haben wir noch gar nichts zu suchen. Fangen wir mal zu 104. Hä? Ich muss jetzt erst nach. Haben wir eben über das Pfandhaus. Heftig. Aber cool. Oha, das wird dann noch richtiger Herausforderung. Boah, irgendwie finde ich, ist der Ton gerade sehr laut bei mir. Aber eigentlich ist nichts. Ich mach mal einfach nur mein Headset was leiser. Okay, 104. Okay, das kennen wir ja schon. Packen wir mal hier auf dem Parkplatz. Wenn wir ein Auto klauen wollen, brauchen wir unser Auto ja nicht. Dim, hier. 104. Wann sind die denn noch ein unbekannt? Okay, hallo. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich rein? Gehe ich durch die Türe? Dann mit dem Glasschneider. Hallo? Oh, ich kann ja nicht springen. Ja, wo springen? Ich glaube, so mache ich das hier und damit mit dem Glasschneider durch über die Türe. Komm, zack. Ah, zack. Zack. Bitte langsam öffnen. Ich habe halt gerade keine Ahnung, wo die sind. Glasschneider. Okay. Schon mal den Toaster ein, der bringt 70 sich von hier da aus sein Handy liegen. Nee. Geld. 15 Dollar nehme ich. Ich frage 10 von 20 Euro die Flasche nehme ich.
Okay. Da müssen wir hin, aber ich gucke erstmal nach hier in das Zimmer. Fernseher will ich nicht. Okay. Hier ist das Auto. Ach, gedacht, er legt Geld. Einen alten Bürostuhl. Sonst haben wir hier nichts. Okay. Dann in die letzte Etage. So. Ich glaube, die sind gar nicht zu Hause. Fünf. Kein Fernseher. Okay, hier ist eigentlich auch nichts mehr. Hier ist noch ein goldener Kelch, der sind 33. Ist nichts. Eigentlich auch nichts. Nur ein paar Spielsachen. Hier noch in der kommen. Boah, nochmal $15. Klauen wir dem Kind die ganzen Ersparnisse. Okay, anscheinend sind die unten, die Mieter. In irgendeinem Zimmer dort ich nicht. So. Manchmal findet man nie was. Oh. So. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das funktioniert. Jetzt. Funktioniert das jetzt? Hallo? Muss ich hier zur Fahrradtür gehen? Ich brauche einen Elektropick. Ah, scheiße, ich brauche einen Elektropick. Anscheinend. Ein Elektropick. Ach, wahrscheinlich ist ein Auto in einer Alarmanlage steckt. Ich brauche ein was? Elektropick. Schleichen wir hier mal schnell raus. Gehen noch mal runter. Anscheinend sind die ja wohl hier. Scannen die eben ab. Wissen wir nämlich, dass die Olle hier in der ganzen Zeit. Bild nicht. Können wir nämlich jetzt nach oben gehen? Und hatten die nicht eine große Glotze? Na, dann können wir doch noch hier den Receiver mitnehmen. Na, nur einen kleinen Fernseher. Die jetzt zu hacken. Hier noch ein Festnetztelefon. Mit das noch mit Schleichen aufhören. Wir rausklettern. So, Bob. Hatschu, hallo. Langsam öffnen und jetzt wissen wir, dass wir einen Elektropick brauchen. Haben noch gut ein bisschen was mitgenommen bei denen. Deswegen fahren wir auch erst noch mal eben quasi, um unsere Taschen leer zu haben. Ins Pfandhaus. Jetzt nicht so Welcome back. geil, aber 70, 20, 20.
Aber immerhin ein bisschen Geld trotzdem gemacht. Elektropick. Bin mal gespannt, was das ist. Nach Hause. Und vor allem, wie viel so Autoteile. Also ich habe ja, wie ich schon verstanden habe, zerlegen wir ja die Teile. Elektropick. 8000, wir müssen also noch mal irgendwo einpressen. Immer in die Notizen. Die Botzens. Jetzt haben wir doch eine. Ja, zu 113 haben wir doch einen Haustischschlüssel, oder? Ja, 113. Dann nehmen wir da. Und hier sind die, haben wir einen großen Zeitfenster, wo die nicht zu Hause sind. Wo wir gut ein bisschen was leer räumen können. Boah, 8000 um das scheiß Auto. Das sieht aus wie so ein kleines, ein kleiner Schraubbar. Jetzt fliegen wir schon nach da unten. Wir brechen die leerstehende 109 ein. Ich glaube, ich sag ja, aber die Häuser lohnen sich doch echt gar nicht hier. Die so, bis 8 Uhr pennen wir. Ja, noch eine. Joop. Ne, ich will näher am Haus parken. Ich parke nicht mein Auto wieder da gegenüber hin. Das ist jetzt nicht gestört. Wie sollte es die denn jetzt stören? Zack, okay. So. Kann ich aber schon mal. Die haben dann einen Drucker. Einen kleinen Antenne und Receiver. Das steht eine heftige Phase. Okay. Ey. Ach, hi. Entschuldigung. Boah. Ist da. So. Okay, da haben sie nur Wein. Aha, aha, aha. Zieht. Im Wohnzimmer steht ein teurer Drucker. Voll lächerlich. Ich hab gar nicht eingebrochen. Ich hab die Türe aufgeschlossen. Pff, egal. Wir gehen einfach schnell einmal nach Hause. Und fahren da schnell nochmal wieder hin. So. Sind die Sterne ja eigentlich weg. Ja. Wir fahren jetzt hier mal querfeld ein direkt. Wie? Ah! 12 Dollar Reparaturkosten. Also fährt jetzt keiner mehr zu. Jetzt hat die Frage, was passiert, wenn wir knallhart bis hier fahren? Weil wir jetzt Betonpflanzen. Zack, zack, zack. Lauf, 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 lauf. Oh, Betonpflanzen. So, dann können wir jetzt auch noch eben 18. Receiver braucht Geld. So. Ich hab Moorwurm, gib mir auf den Sack. So, ist drin. So, Angie.
Kühlschrank, die Mikrowelle 90 nehmen wir. Billoweine nehmen wir auch mit. Das nicht. Wir müssen das jetzt immer ein bisschen Speedrun lösen. $15, $15. Dann auf Stufe 2. Dann bald liegt noch ein 50 Euro Handy. Ne, 25 gemacht, meine Tasche voll. Da liegt nochmal ein Router. Wie gesagt, das killt kein Fernseher. Festplatten. Okay, gut, gut Geld. Zack. Boah. Da steht ein Fernseher. Da steht ein Fernseher. Den Fernseher nicht. Ich kann ja. So. Jetzt. Also das Auto stört die da gar nicht. Volles Risiko. Also eins steht fest, die KI ist ja echt dumm. So. So. Weg bin ich. Ey. Geil. Schandtausch. Kann mir bestimmt. Zack. Zack, zack, zack. Drucker. War auch jetzt viel XP. Schließen. Zack. So. Welcome back. Ja, hau raus. Drucker. Einfach alles weg. Perfekt. Jetzt haben wir über 8000 und können uns den Elektro-Pick kaufen. Müssen wir bestimmt auch erst zu Hause wieder üben. Dann müssen die Teile Elektropick. 700. Alles klar. Aber wie wir dann das Auto stehen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.